Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Let's Play Far Cry New Dawn. Es geht wieder los. Und gleich zunächst mal, das ist die Nana. Die Nana ist eine Omi mit Scharfschützengewehr und deren Mission habe ich gerade gemacht. Ich habe gerade schon eine Folge aufgenommen, habe dann aber hinterher gemerkt, dass die Aufnahme leider vom Mic her total übersteuert war. Deswegen konnte ich die Folge leider nicht verwenden. Ich bringe euch kurz auf den neuesten Stand. Wir haben beim letzten Mal angefangen hier und haben dieses Prepper-Versteck gelöst. Da war irgendwie so in so einer Höhle waren Zahnräder und Maschinen, da mussten wir auf Ziele schießen und dann ging was auf und keine Ahnung. Und jetzt sind wir hier bei dieser Nana. Das ist so ein Charakter, den man freischalten konnte. Wie heißen die, Helfer auf Abruf. Und deren Mission war auch auf Ziele zu schießen, auf verschiedene, die sich bewegen und danach auch auf fliegende Ziele, also auf so Ballons. Und dann hat sie noch mit einer Leuchtpistole einen Schuss abgegeben und hat Highwayman angelockt und dann haben wir die auch noch erschossen. Und jetzt ist sie mein Bro und wird uns helfen. Und mehr ist bisher noch nicht passiert. Aber das Footage ist leider für YouTube unbrauchbar. Deshalb können wir das da leider nicht machen. Wer ist das denn? Judge. Okay, jedenfalls sind wir jetzt am Überlegen, beziehungsweise ich bin jetzt am Überlegen. Was wir dann als nächstes machen, wir können entweder hier die Spielverderber-Story-Mission weiterspielen. Oder wir können die Ausbruch-Story-Mission weiterspielen. Schwierigkeitsgrad 1, Schwierigkeitsgrad 1. Und hier gibt's coolere Belohnungen. Na komm, dann nehmen wir mal der Spielverderber. Begib dich zum alten Bahngelände. Komm, da gehen wir jetzt hin. Hier nochmal schön alles aufsammeln. Wir können jetzt auch, ich habe mir den vierten Waffenslot gekauft und den Schweißbrenner. Das können wir ab jetzt auch mit benutzen. Und hier liegen noch die ganzen Dudes rum. Nein, das Hochsitz haben wir jetzt abgeschlossen. Sehr schön. No, dann laufen wir mal ein Stückchen. Ich hoffe, die Oma kommt hinterher. Ich weiß nicht, ich habe gemerkt, dass in den React-Videos mein Mic-Sound manchmal ein bisschen zu leise war. Dann habe ich ein bisschen nach oben gedreht und dann war plötzlich total übersteuert. Jetzt sollte es wieder einigermaßen gut klingen. Boy. Mensch, Omi, du bist ja nur ganz schön rüstig. Ist das da oben ein seltsamer Baum oder könnte das mal die Statue von Joseph gewesen sein? Ich glaube, das ist nur ein seltsamer Baum. Oh, hier sind wir doch bestimmt schon mal bei einer Klatsch-Nixon-Mission durchgeschanzt.
Wenn die Highwaymen da Zeug lagern, bedeutet das, dass das Gebiet ihnen gehört. Wir werden also vermutlich auf Widerstand stoßen. Ich würde mich gern irgendwo erhöht positionieren und die Nenner einfach alle killen lassen. Hier haben wir schon mal. Ich würde da gern irgendwie hochkommen. Ich suche mir eine bessere Sichtlinie. Ja, mach das. Cool. Bisschen OP, aber cool. Was glitscht denn die da rum? So, wir haben wieder 3 Punkte verfügbar. Mehr Faustschaden. Mehr schwere Munition, mehr Wurfgeschosse, mehr Nahkampfwaffen. Tatum plötzlich hier. Pass auf die Patrouillen auf. Auf dem Gelände ist eine ganze Menge los. Die Oma.
den Funk höre, geh in Deckung. Ab jetzt nur ohne Melone, Al Capone! Ich weiß, ich sollte reden, aber ich bin so angespannt. Ich habe noch, glaube ich, noch nicht gefunden, was ich suche. So. Da oben ist noch Essenslager. Wir haben alle Erzeugnisse aus den unteren Waggons ausgeholt, weil zu viele Tiere angelockt wurden. Wir sind sogar mit einem Haufen Skunks in einen richtigen Kampf geraten. Barry hat sie unten eingesperrt, wurde aber natürlich angepisst. Idiot. Okay, hier scheint doch nichts drin zu sein. Was ist da oben noch? Hier gerade irgendwo was gesehen, egal.
Grace. Hört sich gut an, hä? Gut gemacht. Du hast den Highwayman eine ordentliche Backpfeife verpasst. Behalt die Waffe. Wie gesagt, meine Augen sind nicht mehr, was sie mal waren. Du kannst sie vermutlich besser gebrauchen als ich. Nun zu den Vorräten, die du geholt hast. Investiere sie am besten in die Gemeinschaft. Die Leute in Prosperity machen aus allem, was du ihnen bringst, das Beste. Mich eingeschlossen. Richtig gehört. Ich ziehe es endgültig nach Prosperity. Wenn du und deine Freunde Schießtraining brauchen, dann komm zu mir. Und pass gut auf dich auf. Nice. Erfolg freigeschaltet, ruhmreiche Rückkehr. Plus ein Spezialist in Prosperity. Den ganzen Scheiß haben wir ehrlich von euch geklaut. Und jetzt wagt es einer, den Kram zurückzuklauen? Jetzt müssen wir wieder los und noch mehr von euch klauen. Aber dieses Mal werden wir nicht so nett sein. Bereit zu sterben? Meine Beute, mein Loot. Pisst euch. So. Jetzt haben wir hier den, was ist das? Sägeblattwerfer. Ah, nice, okay. Was ist das denn? Köder, okay. So. Leute von heute, Herausforderungen. Man kann es noch mehr verbessern, okay. Okay. Die Basics. Wir könnten hier was upgraden. Oh ja, ich habe auch, ne, ich habe den Heilkräutergarten habe ich upgegradet in der Folge, die ich nicht benutzen konnte. Wir könnten die Kartografie upgraden, wir könnten aber auch warten. Und was anderes Wichtiges. Prosperity. Wir könnten aber auch alles, einfach alles erstmal auf Stufe 2 hochholen. Ach, Stufe 1 meine ich. Ja, komm. Na, das erfordert dann immer Stufe 2. So, Voraussetzung für Verbesserung ist Thomas Rush, den wir befreien müssen. Dann können wir auch auf Stufe 2 upgraden. Okay. Ich würde fast sagen, wir bleiben. Na, ich weiß nicht. Ich will Rush eigentlich noch nicht holen. Ich würde sagen, wir reisen hier hin und machen dann die Mission. Wir gucken uns mal an, was das Hundchen so kann. So. Munition nachfüllen, auf jeden Fall. Beute eintauschen.
Kampfvorräte. Okay. Rauchgranate, Molotow-Cocktails. Schrotgewehrmunition, Gewehrmunition. Das ist auch alles nichts Neues. Herstellungsmaterialien, Pakete. Ah, und die kann man praktisch einlösen gegen diese Credits. Okay, und die Credits kann man kaufen. Kaufe Far Cry Credits. Ah, okay. Nee, das machen wir natürlich nicht. Far Cry Credits. Oh, bestes Angebot. Für 50 Euro. 5000 Credits und 2250 gratis. So sehe ich aus. Waffen. So. Improvisierte AK-47, die haben wir. Die ist auch ausgerüstet. Dann haben wir das Scharfschützengewehr Claymore. Genau. Und den Sägeblattwerfer. Ich hätte gerne einen Bogen. Bekomme ich irgendwoher einen Bogen? Ja, hier, aber der ist Stufe 3. Okay. Rang 3. Werkbank der Stufe 2 wird benötigt, um Waffen der Seltenheit 3 herzustellen. Und das können wir aber noch nicht upgraden, weil wir Thomas Rush noch nicht befreit haben. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Das war False End. Dann haben wir vor ein paar Folgen noch gekämpft. Tut mir leid, Hundi. Hey, da ist ein Prepper-Fuzzi. Die alten Leute reden darüber, dass wieder ein großer Kampf bevorsteht. Hi, Kumpel. Eine Freundin. Heilige Scheiße! Was zum... Bleib mal da! Hallo. Eine Freundin von mir hat hier in der Gegend gewohnt. Sie hat ihren Bunker präpariert, um die Highwaymen fernzuhalten und die Vorräte zu schützen. Das musst du dir ansehen. Aber sei vorsichtig. Rätselfisch.